Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch einen alten Stuhl bepflanzen, mit Sukkulenten bepflanzen und arrangieren. Und ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Dieses Projekt hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin im Moment viel im Garten und denke mir immer wieder neue Sachen aus, die ich schön arrangieren kann. Ich habe also Sukkulenten gekauft und den Stuhl hatte ich schon. Da habe ich den Sitz einfach herausgenommen, ein festes Kunststoff, eine Kunststofffolie, eine feste, mit Tackern festgenagelt von innen. Und schon ist mein kleiner Topf im Stuhl fertig. Die Erde habe ich habe Kakteenerde genommen und jetzt fange ich schon an, einfach die Sukkulenten zu arrangieren. Um ein bisschen Höhe zu bekommen, habe ich einen Zinktopf genommen, den ich jetzt extra bepflanze und hinten ein bisschen höher stelle. Dann hat das Ganze ein bisschen mehr Volumen. Man kann sich natürlich auch noch andere Töpfe oder Schichten ausdenken. Und ein paar Steine habe ich einfach reingelegt. Und dann habe ich noch dieses hübsche Vogelhaus ja vor einiger Zeit gemacht, auch in einem Projekt von mir. Und das möchte ich da reinstellen, weil ich so einen kleinen Farbklecks einfach ganz schön fand. Und dieses mediterrane, sommerliche Häuschen passt super zu dem Stuhl. Ein Seil, ein paar Muscheln. Dann habe ich natürlich noch eine Schatzkiste. Und in dieser Schatzkiste suche ich jetzt mal, was man noch so in das Beet reinstecken kann. Und habe die Idee, dass man aus den Muscheln einfach eine Blume formen kann. Und das mache ich ganz einfach. Ich nehme einfach so eine Holzscheibe, die ich auch hatte. Und auf diese Holzscheibe klebe ich mit Heißkleber die Muscheln einfach so drauf, dass sie eine Blume ergeben. So eine spitze Blume, die finde ich ganz niedlich. Und mit den Holzspieß kann ich sie nachher in das Beet stecken. Den kann man sich dann kürzen, wie man möchte. Und die großen Muscheln lege ich mir erstmal so zurecht, dass es passt und klebe die dann auch auf eine Holzscheibe, damit es die Festigkeit behält. Mal gucken, was ich davon alles so nehme und ins Beet noch stecke. Und das war so mein kleines Highlight mit den Extrablümchen. Dann fange ich schon an zu arrangieren. Ich klebe ein bisschen diesen Ring da drauf. Ich habe die Steine. Ich habe dann meine Muschelblume noch hereingesteckt, das Seil einfach ganz locker drauf drapiert und schon ist mein Stuhl in Vintage-Look für den Garten fertig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem kleinen Gartenprojekt. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen, über ein Abo natürlich auch. Eure Ursula. Danke fürs Zuschauen.